Eine andere morphologische Frage, und zwar, mit welchem Vokal beginnen die Verben der Gegenwart? Es ist nämlich teilweise irreführend für die Schüler, die Arabisch lernen. Sie stoßen auf Verben in der Gegenwart, al-Mudari', die gelegentlich mit einem Fatha beginnen und gelegentlich mit einem Dhamma. Und es muss ja dafür irgendein Prinzip geben, eine Regel, an der man sich halten kann und die einen aus diesem Wirrwarr befreit. Und tatsächlich haben wir eine ganz einfache Lösung dafür. Zwei Regeln. Die erste Regel: Alle Verben, die in der Vergangenheit vier Buchstaben haben, beginnen in der Gegenwart mit einem U-Vokal Dom. Übrigens, man sagt nicht Dhamma hier, sondern Dom. Das Dhamma ist ein, also wenn wir über die Vokalisierung sprechen, die ausgelöst wird durch grammatikalische Faktoren und die den Genus bestimmen oder ein Symbol für den Genus sind, dann sagen wir Dhamma, Fatha, Kasra und so weiter. Hat die Vokalisierung aber nichts mit der grammatikalischen Lage zu tun, dann sagen wir Fathun, Dhammun, Kasrun und so weiter. Also alle Verben, die in der Vergangenheit vier Buchstaben haben, beginnen in der Gegenwart mit einem U-Vokal. Ich habe hier ein paar Beispiele für euch. Nehmen wir mal diese vier Verben. Alle Verben beginnen in der Vergangenheit mit vier Buchstaben. Dahraja, vier Buchstaben. In der Gegenwart Yudahriju. Akrama, vier Buchstaben. In der Gegenwart Yukrimu. Farraha, vier Buchstaben durch die Verdopplung des mittleren Buchstabens Ra. Farraha yufarrihu. Qatala, vier Buchstaben, yuqatilu, also ganz einfach. Nun, dann haben wir aber noch Verben, die mit drei Buchstaben, die drei Buchstaben haben in der Vergangenheit und Verben, die fünf oder sechs haben. Das ist nämlich das Maximum. Das Minimum drei, das Maximum sechs Buchstaben, ohne Erweiterung durch Pronomen und so weiter. Akkusativpronomen, so davon reden wir nicht. Die nächste Regel ist also dann eigentlich selbsterklärend. Alle Verben, die in der Vergangenheit nur drei oder mehr als vier Buchstaben haben, das heißt fünf bis maximal sechs, sie beginnen mit einem A-Vokal mit dem Fatha. Auch hier können wir uns ein paar Beispiele anschauen. Hier haben wir das Verb irqa'an sasa in der Gegenwart irqa'an sisu. Ijtama'a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben in der Vergangenheit. In der Gegenwart, yajtami'u. Inqata'a, yanqati'u. Ihmarra, yahmaru. Also eine recht einfache Regel. Wenn man sich das einprägt, macht man sich das Ganze etwas einfacher.